Herzlich willkommen bei Eschers Tarot. Wir sind bei den Wochenimpulsen, die Wochenlegungen mit zwei Karten. Wir sind beim Sternzeichen Steinbock in Kalenderwoche 37. Die beginnt am 12. und endet am 18. September. Der Tod. Für den Steinbock nicht erschrecken, das ist eine positive Karte. Ich erkläre gleich warum. Da wird auch niemand sterben. Das ist sogar sehr positiv. Interessant. Sehr positiv. Okay. Das hier ist die Armutskarte. Etwas irgendwie ausgegrenzt sein. Ihr seht hier dieses Fenster mit den 5 Münzen. Man kann dahinter erahnen, dass da ist es warm, da ist es hell, da ist es schön, aber die zwei Personen gehören nicht dazu. Sie haben zerfledderte Umhänge, sie waren vielleicht mal reich, das würde das Rot erklären in ihrem Umhang, aber jetzt ist der zerfleddert und nicht mehr schön. Das heißt, hier ist irgendwie ein Ausgegrenztsein, eine Armut, ein Mangel. Jetzt haben wir den Tod und das ist was Positives, denn der Tod bedeutet, etwas läuft sich tot. Dieser Reiter, dieser skelettierte Reiter, der reitet quasi von der Dunkelheit ins Licht. Er bringt Sachen zu Ende. Und wenn ich mir hier die Armutskarte ansehe, passt das wunderbar und ist eine großartige Legung, denn diese Armut wird sich totlaufen. Ja, das ist tatsächlich. Also es geht hier nicht darum, die fetten Jahre sind vorbei, sondern ganz im Gegenteil, die mageren Jahre sind vorbei und jetzt geht es wieder in den Reichtum rein. Wie das jetzt genau aussieht, es muss kein finanzieller Reichtum sein, sondern das kann auch ein emotionaler Reichtum sein. Viele mehr Gefühle, mehr Aufmerksamkeit, viel mehr gute Momente im Leben. So ein Reichtum meine ich. Also wenn du jetzt gerade aus einer sehr dunklen Zeit kommst, dann kannst du davon ausgehen, dass in dieser Woche die Wende kommt. Dass es jetzt in Richtung Licht geht und raus aus dem Dunkeln, raus aus dem Verzicht. Und das ist tatsächlich eine sehr, sehr schöne Vorausschau, finde ich. Ja, wie gesagt, deswegen nicht immer gleich erschrecken, wenn der Tod hier liegt. Der Tod ist was Positives. Das geht tatsächlich vom Dunkeln ins Licht. Er macht, dass das Negative sich totläuft. Und langsam ausschleicht. Ja, und vielleicht kannst du es in dieser Woche schon fühlen, dass es anfängt. Und ja, ich wünsche es dir auf jeden Fall. Das war jetzt erstmal das, was ich für dich sehe, die kleine Kurzlegung für diese Woche, lieber Steinbock. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen.